Die Kacke ist am Dampfen. Das Dorf wird angegriffen. Das kennen wir schon woanders her und kann schlimm sein. Aber noch viel schlimmer. Die Kellnerin gießt nicht mehr ein. Bei Let's Play Fail nach draußen gehen in Dragon Quest 8. Doch nachdem wir das, bevor wir dem Monster Einhalt gebieten, gebieten wir unserer Geldbörse noch ein bisschen was. Aha, genau, da ist doch was. Jetzt gehen wir nochmal von hinten hier ganz schön rein. Wir müssten uns hier noch stärken, bevor wir uns an den Ofen setzen. Nein, bevor wir uns mit diesem Monster anlegen. Vielleicht verkauft uns ja noch jemand wichtige Sachen. So, bitte nicht nach hinten gucken, mein guter Mann. Sorge dafür, dass deine Bedienung wieder einschenkt. So, okay, das haben wir. Ohne Gewehr darauf, dass ich hier sämtliche Sachen oder sowas einsammle. Ganz schön Dank auch an Wacker für die Tipps, die er mir gegeben hat. Hi. Ihr wollt runter in den Hof, aber da ist gerade die Hölle los. In der Stadt läuft ein Monster frei herum, wisst ihr? Und da hinten ist scheinbar jemand, der ihn anfeuert. Ihr könntet verletzt werden, wenn ihr da hineingeratet. Geht besser nicht dort runter. Doch, werde ich. Verdammt! Du bist so fett, dass deine Fettheit eine Anziehungskraft gewinnt, die mich daran hindert, runterzulaufen. Da müssen wir andere Wege finden, dies zu tun. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das der schnellste Weg ist, unten für Recht und Ordnung zu sorgen. Denn wie andere Leute meinen, der Mann mit dem... Ich glaube, das war Mr. Kit Kat. Der Mann mit dem Schwert ist sehr verlässlich. Deswegen werden wir seine Verlässlichkeit ausnutzen, um die Sache endlich zu bereinigen. Hoffentlich. Rennt nicht noch mehr ab. To the rescue. Diese Instrumente. Come on. Look lively. Ich glaube, der Hauptcharakter ist mit Link verwandt. You're not welcome here! Die, monster! You don't belong in this world! That was right on the... Oh, weg! Ich bin hier! Was ich dich wollte hier nicht sehen! Und jetzt verwandelt sich der Held in einen Riesenaffen. Doch nicht. Well, that was a fine reception. Don't they realize who I am? Hm. Judging a book by its cover, don't they know it's what's inside that counts? Yeah, you can say that again. So then, did you manage to find Master Rylus? Eigentlich nein. What? He's dead? Oh no, no, no! Well, I suppose there's no point crying over spilt milk. It's Dulmagus we're after. He's the one who cursed the princess and I, after all. He's the one who made us look so ridiculous. I had hoped Rylus might be able to help us locate him. But it seems we'll just have to track Dulmagus down by ourselves. With Rylus gone, we have nothing further to gain from staying here. Let's be on our way. Wait. Please wait. I'm sorry to come running after you like this. It's just that I wanted to... Are you not afraid of me, young lady? Sie ist Russin, natürlich nicht. I dreamt about you. I dreamt that some people came to town with a strange creature. It was sort of halfway between a human and a monster. And... I dreamt that they could make wishes come true.
strange creature? Are you referring to me? I'm so sorry. I didn't mean to be rude. Not to worry. I've had worse things said to me today. You know, you remind me of my Medea. You're about the same age. Anyway, you say you had a dream about me. Most peculiar. I'm sorry. I haven't even introduced myself. I'm Valentina, daughter of the great fortune teller Kaldarasha. Oder auch Mr. Satan. If you could just come to my house, I'll explain everything there. It's by the well, at the far end of town. I'll be waiting for you. Mal guck, dass dein Papa da nicht da ist. What was she rabbiting on about? Come round my house, she says. Magnificent! She wasn't afraid to look at me at all, not one bit. Oh, she reminds me of my Medea. We must give this young girl a helping hand. Right then, my boy. Go and find the house by the well and see what it is she wants. Hmm? Me? I'll wait here with the princess. We don't want to cause any more of a stir. Ja, nachdem man uns rausgejagt hat, fällt es bestimmt nicht auf, wenn wir wieder reingehen. Oh, tatsächlich nicht. Egal! It's the time! Mal kurz... Nee, Moment, ich glaube, es geht jetzt hier gar nicht rein. Oh doch, es geht rein! Wunderbar! Was ist das in hier? Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Schnuckliges rumliegt. Was? Kein Buch hier drin, aber mal gucken da. Oh, such a downer! Naja, egal. Dann gucken wir mal, ob wir das kleine Häuslein finden werden. Ich liebe ja König Trout. Ich mag vor allem die Synchronisation davon. Also ganz herzallerliebst, ganz herzallerliebst. Danke auch an euch für das Anbieten und das Äußern von Tipps. Das muss der Brunnen hier sein. Ja, ich habe mir in meiner Krankheit so die nächsten Schritte schon mal angeguckt. Und von daher, ich habe hier wie ein absoluter irrer Idiot rumgesucht, weil ich gedacht habe, das ist der Brunnen. Wo zum Teufel ist dieses fucking Haus? Und es ist nicht dieser Brunnen, sondern es ist dieser Brunnen. Ja, man sieht ihn natürlich auch so gut. Okay, wir müssen natürlich nicht klopfen. Oh, sie schläft. Das ist gut. Es könnte eine Falle sein. Deshalb bedeutet das, wir müssen alles genauestens nach Überwachungskameras und sonstigen Sachen inspizieren. Oder nach verräterischen Goldmützen, die wir mitnehmen. Ja, ne, wie der gute Porthos irgendwann sagte, alles den Armen und alles für einen. Und tja, da ich natürlich der eine bin, da ich vom Schicksal auserkoren wurde, Spoiler, Spoiler, nehmen wir das doch einfach mal. So, wie es regeltechnisch sich gebührt. So, was haben wir denn hier? Nix. In diesen Büchern sieht keins besonders interessant aus, okay. Ah, da nimmt er sich das hier direkt zur Hand. Es ist ein Buch mit dem Titel Kleines Monster, Vademecum. Nachdem ich über viele Jahre das Verhalten von Monstern studiert habe, habe ich eine unerwartete Erkenntnis gewonnen. Nachtaktive Monster scheinen sehr viel stärker und bösartiger zu sein als ihre tagaktiven Gegenstücke. Was für eine unglaubliche Entdeckung! Sie bestärkt mich in meinem Bestreben, die Geheimnisse der Monsterbiologie zu ergründen. Na, ergründe mal. Oh, und die Betten wurden schon vorbereitet. Alle Achtung, alle Achtung, alle Achtung, welch ein gutes Mädel. Habe ich das Haus beim Inspizieren des Dorfes hier übersehen? Ja, ich weiß, es ist eine Stadt, aber dafür, dass es eine Stadt ist, ist es relativ klein. Wie üblich. Ne, ich sage nur Lufia. Zwei Städte mit zwei Häusern und einer Kirche oder sowas. So tief in die Kugel geguckt, wa? You came. I'm so sorry. I must have drifted off. How rude of me. Ich came, saw und siegte. I wanted to ask you a favor about this crystal ball. Sorry, I'm getting ahead of myself. Perhaps I should start from the beginning? Am Anfang sagt er, ich bin das Alpha und das Omega. Of course. Let me explain. My father, Kaldarasha,
was once a really famous fortune teller. In Russia. Calder Russia. Lost treasure, missing people. There was nothing the great Calder Russia couldn't help people with. But then one day, he lost his powers. All of a sudden, nothing he foretold turned out to be true anymore. It's probably because he stopped using a real crystal ball. This glass ball isn't... Valentina, what is going on here? How many times have I told you not to touch my crystal ball? Jedes Mal, wenn du gesagt hast, dass ich nicht dein Haarwuchsmittel benutzen soll. What? Aren't you that boy from the pub? What brings you here? Ach, never mind. I do not know what my daughter has asked you, but you can forget it. I do not need your help. I am fine as I am. I am going to bed. Valentina, say your farewells and show our young visitor to the door. Er hat nicht gesagt, dass wir durchgehen sollen. Gute Nacht. Schlaf was Schönes. Träume süß. Sorry about my father. But whatever he says, he's the one who's really suffering since he lost his powers. Aber er hat noch genug Kräfte, um die Treppe hochzugehen. That's why I wanted to ask you this favor. Can you find him a crystal ball? One that's big enough to bring back his powers? Was wäre groß genug? Drei Planeten? Ja. Really? You will? Oh, this is exactly how it all happened in my dream. So far everything's come true. Auch das Spielchen mit König Trout? I also dreamt that there's a crystal ball hidden deep inside the cave, under the big waterfall to the south of town. Warum bist du da nicht selber da reingegangen? I suppose only the daughter of the great Calder Russia could know a thing like that. Vielleicht hat sie ihr die alte Kristallkugel auch da reingeworfen. Ich meine, warum tauscht er seine richtige Kristallkugel gegen sowas da aus? Bisher ist alles in Erfüllung gegangen. In meinem Traum war tief in der Höhle unter dem großen Wasserfall südlich der Stadt eine Kristallkugel verborgen. So etwas kann nur die Tochter des großen Calder Russia wissen. Nun gut. Wobei ich hätte nochmal oben den Typen irgendwie anlabern können. Aber egal. Ich glaube, man kann ja... Haha! Mal sehen, welche... Toll. Ich glaube, es ist wieder eine Truhe, die ich nicht aufkriege, oder? Oh, doch. Ui! Moment, dann hätte ich die anderen Truhen auch mal probieren sollen. Okay, ich habe gedacht, die ganzen roten Truhen, die kriegt man nicht auf. Weil man für die roten Truhen braucht man eben den Diebesschlüssel, den man erst später machen kann. Weil wir ein guter Dieb sind. Nicht wahr, Alien? Oh, achso, du bist nur der grobe Bärtige. Ja, vielleicht hat er doch ein kleines Trophäe. Ja, wisst ihr, ich habe nachgedacht. Ja, der ist dieser komische Postenreißer. Ja. Und jetzt dieses grüne Monster. Da gehen ein paar komische Dinge vor sich. Wenn ihr mich fragt, ist das ein schlechtes Zeichen. Das gibt doch ein Unglück. Ich sage es euch. Merkt euch meine Worte. Hey, rennt nicht einfach so weg. Hey. Ansonsten Mr. McAnon sagte irgendwas. Oh, ich glaube, da ist er. Oh ja, das ist er. Oh Gott, es ist Pierre. Und er schaut noch viel dämlicher aus als Pierre. Obwohl es Pierre ist. Dornen wie ihr seid nützlich, um Rosen ihren Charme zu verleihen. Let's go! Yay! Ein Charakter, der noch schlimmer ist als Poschul. La 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 la! Leute, hört meine Geschichte! Es steht ein Schloss vor und der ist alters her. Zwischen ist es öd und leer. La 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 la. Alles wird von Dornen verschlungen. Nur einem ist die Flucht gelungen. La 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 la. Nämlich der Kardashian. Oder waren es drei? Nun einerlei. Jedenfalls war es ziemlich schlimm. La 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 la. Okay. Vielleicht hätte ich das nach einer modernen Melodie dichten und singen sollen, aber... Ich weiß nicht, was modern ist, außer dass sich das Moderne alles gleich anhört. Für mich zumindest. Naja, egal. Wir haben die Herausforderung, ich meine die Hauptquest, der Nebenquest, also die Nebenquest,
die ja keine Nebenquest ist, weil sie dazu beiträgt, die Hauptquest weiterzuführen. Angenommen, was sie an und für sich zu einer Hauptnebenquest mit Hauptquestfunktion macht. Oder so ähnlich. Magnificent! Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter should be. And if this Calderasha gets his powers back, there's nothing he can't find, am I right? Ja. Then we'll kill two birds with one stone. If everything goes according to plan, we'll find out where that hateful Dulmagus is. But time's getting on. Medea and I will stay outside. That's the last time we set foot in a barbaric town like this. But you should spend the night at the inn and rest well, so that you're ready to take on the world tomorrow. In the morning, we leave for the waterfall cave. Yeah. Oh, whatever. Er sagt nur. So drückt er seine Freude aus. Wisst ihr schon mal, dass ich es eigentlich gar nicht so sehr mag, wenn... Guten Morgen! Habt ihr wohl geruht? Es war dunkel, darum kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, der kleine alte Mann, mit dem ihr gekommen seid, hat in seinem Karren vor den Südstadttoren übernachtet. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Reise. Gute Besserung. So, wir haben in seinen Grapsch-Grapscher schon reingegrapscht, deswegen machen wir irgendwie den Rest platt. Weil ich hier im Stehen pennen musste, offensichtlich. Du Sau, du. Was ist das denn hier? Eine Weltkarte? Nein. Doch, Moment. Das ist eine Weltkarte. Ich will diese Weltkarte. Und es ist ein platter Einkaufskorb wegen der Aufhängung. Ja, da passt nicht viel rein. Außer eine eingekaufte Weltkarte. Ich will diese Weltkarte. Hallo, Schwester. Ich mache mal hier an deine Verhütungstipps ran. Keins von diesen Büchern sieht besonders interessant aus. Schade. Auch keine zu dieser Dauerwelle. Wie kann man nur so gehässig sein? Er hat gesagt, ich würde ihn nie wiedersehen, meinen kostbaren Ring. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Er hat gesagt, selbst wenn ich ihn wiederfände, würde ich nicht auf meinen Wurstfinger passen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein Wahrsager so unverschämt sein könnte. Mich hat er als Kundin jedenfalls verloren, das kann ich euch sagen. Wahrscheinlich bist du nur extra deswegen hergekommen, wa? Wir kommen im rastlosen Reisenden, Fairburys ältester Herberge. Ich bin hier, um euch eure Reisen etwas zu erleichtern und euch ein paar Dinge zu erklären. Erfahrene Reisende wissen natürlich schon Bescheid. Aber wenn ihr gerade erst aufgebrochen seid, sind meine Informationen für euch vielleicht von Nutzen. Möchtet ihr sie hören? Ja. X ist eine wirklich sehr nützliche Taste, mit der ihr alles Mögliche anfangen könnt, wenn ihr kein verdammtes Xbox-Pad vernutzen würdet. Zum Beispiel mit Leuten reden oder Gegenstände aufheben und untersuchen. Aber das X ist bei mir woanders. Ihr könnt alles in diesem Zimmer mit dieser einen Taste untersuchen. Die Schränke, die Säcke an der Wand, die Schatztruhe, die Bücherregale, einfach alles. Moment, König Trot befindet sich an der Wand? Nehmt euch ruhig, was ihr wollt. Es ist ja nur für die Kunden da. Wenn ihr euch die Karte ansehen wollt, dann drückt die Taste, die es nicht gibt. Es ist immer eine gute Idee, sich die Karte anzusehen, wenn man in neue Städte oder Dörfer kommt. Einfach, um ungefähr zu wissen, wo man ist. Ach ja, und wenn ihr R2 drückt, könnt ihr die Dinge mit eigenen Augen betrachten. Drückt die Taste einfach nochmal, um wieder auf die normale Perspektive umzuschalten. Das ist wirklich nützlich, wenn ihr euch Dinge ansehen wollt, die ganz in eurer Nähe sind. Oder wenn ihr auf den Boden oder in den Himmel blicken wollt. Und das ist doch schon alles, was ich euch sagen kann, glaube ich. Es gibt noch sehr viel mehr zu lernen, aber ich bin sicher, ihr findet das nach und nach selbst raus. Vergesst nicht diese wirklich nützliche Taste, von der ich euch am Anfang erzählt habe. Und viel Spaß bei euren Reisen. Das wurde für Anfänger geschrieben. Moment, das hat sie auch gesagt. Yay, Weihwasser her! Sollte ich... Oh, ich finde ein einfaches Gewand. Gut. Kriege ich das Ding hier auf? Ich habe doch schon mal Schatztruhen hier drin. Oh, ein Chimärenflügel. Ich glaube, das war zum Zurückteleportieren der zur letztbesuchten Stadt oder zum letztbesuchten Kirchenoberhaupt. Es ist ein vierteljährlich erscheinendes Magazin namens Abenteuer leicht gemacht. Ihr seid bereit und gerüstet für eure erste aufregende Exkursion in unsere Welt der Wunder. Hier ein Tipp für unsere Neulinge. Haltet bei euren Reisen stets Ausschau nach Schatzkisten an unerwarteten Orten. Wem diese gehören? Nun, wen interessiert das? Was man findet, darf man behalten. So ist es Brauch in der spannenden Welt der Abenteurer. Betrachtet sie einfach als himmlisches Geschenk der großen Göttin, das nur auf euch gewartet hat. Auf jeden Fall bieten die Schatzkisten eine reiche Ausbeute. Also immer schön wachsam bleiben und die Augen offen halten. Okay, es wird gemerkt in meinem Kopf.
Sie pressen einen Stock. Ich habe keine Ahnung, wozu man den braucht. Außer vielleicht, um ihn später bei irgendwelchen Sachen zu verwursten. Aber das wäre jetzt ein Spoiler, ist jetzt gesondert noch einmal auszusprechen, was ich darin befinden kann. Heilkraut gut, Heilkraut Töfte. Gut. Dann, es ist wohl an der Zeit, dieses Etablissement zu verlassen. So nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt glaube ich, so ziemlich jeden Laden, jedes Haus, jedem alles hier mehr oder weniger die Beute entrissen, soweit ich das beurteilen kann. Also von daher, raus, raus mit uns und in die Wildnis entlassen. Oh, Bernd. Oh Gott, wie habe ich ihn gesprochen? Oh, Bernd, ich dachte schon, du hättest dich verlaufen. Gut, machen wir uns auf den Weg zur Wasserfallhöhle und versuchen wir, die Kristallkugel zu finden. Medea und ich bleiben dicht hinter euch. Ruft uns zu Hilfe, falls es Ärger geben sollte. Ich bin mir sicher, dass wir alle Probleme bewältigen können, wenn wir nur zusammenhalten. Und los geht es. Bla. Okay. Wir sind auf Abenteuermodus. So, bevor wir uns jetzt aufmachen dorthin, wo die Sonne nicht scheint, gehen wir dorthin, wo die Nebenaufgaben warten. Oder die Zufalls... Och du Scheiße. Das könnte ein bisschen zu viel für mich sein, aber scheiß drauf. Ich laufe doch nicht vor irgendwelchen Paprika-Heidis weg. So. Ich liebe es, wenn alle Gegner vor mir angreifen können. Obwohl ich nichts getan habe. So, ich hoffe, der ist mir nah. Er kann Mr. Schleim wegschleimen. Das ist gut. Es sieht gut aus. Wir können sie besiegen. So. Wie gesagt, ich habe mal ein klitzekleines bisschen hier rumprobiert. Nicht viel. Oh Gott. Moment mal. Mir fällt gerade ein, ich habe ein Schild bekommen und ich habe ihn noch nicht ausgerüstet. Das ist natürlich fantastomatisch. Das ist natürlich die Frage. Die aufgespießte Paprika werden wir jetzt gerade mal auf den Korn nehmen. Der Hoffnung, dass wir ihn mit zwei Hieben auch wegstrecken können. Ich meine, bei diesen... Natürlich nicht. Das ist genauso wie bei diesen Hornherren. Ich kann gleich schon wieder direkt mal pennen gehen. Ja, auf die Mütze. Auf die Füße. So, okay. Damit wir den ersten Kampf mal gezeigt haben. Ja, die hatten Anzerschläger. Scheiße, so mad. So, wir haben die Feinde besiegt. Wir kriegen Dreckstufe 2, das ist gut. Weil es besser als Stufe 1. Ja, Bert wird gut. Hoffentlich gut genug. Um diese Feinde auf. Toll, keine Flinkheit. Das ist schlecht. Aber wir kriegen Geld. Okay, ich mache jetzt folgendes. Ich gehe nochmal zurück zur Herberge und penne nochmal. Dann probieren wir das nochmal. Bis gleich. Dubidubidub. Okay, da bin ich wieder. Ich habe im Menü versehentlich was eingesetzt, was ich nicht einsetzen wollte, weil ich das Menü nicht bedienen kann. Noch nicht. Und zwar habe ich ein Weihwasser, glaube ich, benutzt. So, wir haben ja den Schild, den habe ich jetzt ausgerüstet. Ich habe für Yangus noch 3 Heilkräuter gekauft. Hier ist es auch relativ wichtig. Ihr seht, wir haben hier nur begrenzt viel Platz für den einzelnen Charakter. Und es ist nicht so wie in Final Fantasy, dass ich hier beliebig viele Items einsetzen kann, die ich im Inventar habe. Nein, jedes Item, auch an Ausrüstung, verbraucht einen Platz. Und ich kann im Kampf auch nur die Heilkräuter und sowas benutzen, die der entsprechende Charakter in seinem Inventar hat. Was ich irgendwie cool finde. Gleichzeitig lösen wir ein bisschen die Begrenzung, weil wir den Beutel, ich glaube, so vollstopfen können, wie wir wollen. Oder es gibt eine etwas größere... Ui. Ui, ich wusste nicht, dass der Zypressstock ein Schwert ist. Es ist ein bisschen unvorteilhaft, hier die Dinger irgendwie zu benutzen und so weiter. Aber ich möchte diesen tollen, schönen... Moment, das ist ein Topfdeckel. Moment, den kann ich wegtransferieren zum Yangus, glaube ich. Jawohl. Da kann ich ihn auch ausrüsten. Jawohl. Ja, es ist ein bisschen umständlich, aber das geht schon. Dann haben wir hier den Ausdauersamen. Den benutze ich jetzt auf Bertmet. Ich glaube, da gibt es irgendwie... Habe ich jetzt eine Ausdauer mehr? Das kann, glaube ich, bis zu 3 sein. Bin mir aber auch nicht sicher. Und dann transferiere ich das Ding hier auch mal auf Bertmet und gucke mal... Nein, noch nicht ausrüsten, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das Ding besser ist. Wir haben einen Angriff 17. nein, das ist... Packen wir wieder zurück in unser kleines Beutelchen. So, okay. Ich wollte noch einen Einblick in das Charakter- oder Inventarmanagement für die Leute geben, die das Spiel noch nicht kennen. Beispielsweise dieser Typi, der viel Gutes gehört hat, aber sich hier erstmal einen Überblick machen soll. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es ein bisschen dauert,
Weil das, was das Spiel geil macht, ist, dass es sehr, sehr charmant ist. Die Story wird irgendwann mal spannender, aber sie ist jetzt nicht von dieser außerordentlichen Epik, die man vielleicht weltumspannende... Na, eigentlich schon, aber die man vielleicht aus Final Fantasy kennt. Oh, ein Satyr und die Schmoller. So, ich weiß, gewöhnt euch nicht dran, dass ich ein bisschen was zu diesen Gegnern weiß. Das Problem an diesen tollen Satyren ist, dass sie mir irgendwie die Dezibel um die Ohren hauen. Nein, die können mich einpennern lassen und deswegen möchte ich, dass sie ganz schnell sterben. Außerdem hat mir einer davon mal ein Reisegewand gedroppt. Also es ist auch toll, wenn die Satyren mich angreifen. Und die Schmoller, ja, die können mich lecken. Wer hat's erfunden? Naja, jedenfalls, wenn man geleckt wird, kann es sein, dass der... dass sie da mal eine Runde oder so nicht angreifen wollen, weil... Wer will das schon, wenn man geleckt wird, ne? Also, wenn man richtig gut geleckt wird. Yeah. Aber übrigens, das Übernachten kostet 6 Goldmünzen, das Einpennen... Ich meine, den Heilkraut kostet 8, also ist eigentlich Pennen immer die bessere Variante. So, danke an Wacker für eine Karte, die mir... Oh Gott! Obwohl, du Loser, mit dir nehme ich's auf. Oh ja, Axtoraptor. Du Versager. Du Opfer. Ja, nimm das. Nimm das. Ich hoffe, das hat dir eine Lehre erteilt. Komm nie wieder. Ich glaube, ich verliere meinen Progress nicht, aber ich starte am letzten Speicherpunkt. Also Zeit nochmal zu speichern. Ja, ist egal. Moment, habe ich Kohle verloren? Gute Göttin. Ja, danke, dass du meinen Leichnam hier wieder geschafft hast und mit deiner Orgel irgendwie wieder Leben eingeblasen hast. Ich gucke mal ganz... Doch, wir müssen den blöden Pfaffen Geld in die Opferkasse spülen, damit er uns wiederbelebt. Okay, Egal. Ich wollte dort sterben, weil ich habe mal getestet, was dieser Typ macht. Bis gleich. So, ich bin wieder draußen vor der Türe und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen nach Westen und in der Zeit, wo wir nach Westen gehen, werde ich mal mich um ein paar Kommentare kümmern, weil, ja, warum nicht, ne? Es haben mir viele Leute geschrieben und dann möchte ich das auch soweit vorlesen. Naja, was heißt vorlesen? So ein bisschen zusammenfassen. Also, Rosa Rosi mag dieses Spiel sehr. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Übrigens, dieser Pfad führt zurück zu unserem Campplatz, wo wir unseren Tutorial-Kampf, wenn man so möchte, wo wir den bestritten haben. Dann, Moment, ich hoffe, das Gate mit dem... Ja, das Gate ein bisschen mit dem runterscrollen. Oh, das Weihwasser lässt jetzt nach. Okay, da kann man doch angegriffen werden. Nikita Akashia meint, das Spiel sieht interessant aus. Es ist auch sehr interessant. Dieser Typ... Ah ja, das habe ich schon mehr oder weniger gesagt. Angelika wünscht mir gute Besserung. Ich danke dir. Und der Captain Obvious sagt, Super Bernd. Yay, wir erreichen die dritte Stufe mit Mr. Jagges Jaggerama Bam Bomb. Und diesmal erhält er auch ein ganz gute Level-Ups. Ah ja, diese Monster, die hier offen rumrennen, das sind, glaube ich, welche, die wir für später für einen Monster-Arena-Kampf mitnehmen dürfen, wenn wir sie besiegen, aber das kann dauern. Dieser Weg hier würde ins Königreich Trojane führen, aber es wäre ja viel zu einfach, könnten wir den Einfluss zu der Rübe gehen. Deswegen geht's nicht. So, Nox Airie wünschte sich, dass er mir auch ein paar Tipps geben könnte, hat das Spiel aber ebenso wie ich nur einmal gespielt. Yeah! The Birdman ist Stufe 3! Oh Gott, das wird später so lange dauern. Ey, aber das ist eine sehr gute Stufe. Und wir bekommen endlich den Heilungszauber. Leider auch die ersten paar MP. Und da sich nach einem Level-Up die Sachen nicht regenerieren und ich gerade ordentlich aufs Maul gekriegt habe, benutze ich mal eines meiner Heilkräuterlis. Ja. Okay, wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, Nox Airie. Ich hoffe, ich werde diesen Namen richtig, oder ich spreche diesen Namen richtig aus. Ja, deswegen, Tipps wird es wohl von ihm nicht geben. Aber dafür findet er genauso wie Rosa Rosi, dass diese Städtetouren und das Anlabern von Leuten... Hey, eine kurze Hose. Ebenso zum Spiel gehören wie der Rest halt auch. Ich bin dafür bekannt, dass ich Sachen oder Kämpfe... Stimmt. Ich habe ja noch einen maximal LP-Samen. Und ich werde ihn benutzen für 4 Punkte.
Ups, ich kann diese Hose nicht als Werkzeug benutzen. Na, schade. Das heißt, ich kann sie mir nicht über den Kopf ziehen. Ich glaube, die kann nur Jengis tragen. Weil er ist ein Mann, ein wahrer Bandit. Er hat die Haare auf den Beinen, um sie den Leuten zu zeigen. Ja, 21. Er will sie als... Ja, der passt nicht auf die Haube. Ausrüsten ist es, genau. Lalala. Nein, ich will hier raus. Gut. Gut, gut, gut. So, ich glaube, hier in der Ecke gibt es jetzt für mich erstmal nichts zu finden. Oh, außer dieses eine Münster. Ach du Scheiße. Ach ja, stimmt, die Naschkatze ist neu. Ha. Wobei, die hätte ich, glaube ich, leben lassen sollen als erste, weil die kann sich theoretisch einfach mal hinstellen und sagen, ich schwäche dich nicht. Nein. Genau. Oh, ich mach jetzt mal gar nichts. Oh, miau, miau, miau. Schwächung ist übel. Und die Paprikanoten, die können das, leider. Ich hoffe, dass Jengis... Na gut, Jengis hat jetzt die mächtige, stramme Unterhose an. Die wird ihn ein bisschen vorm Ableben schützen. Ich hoffe, dass die Schadenswerte weiter nach oben steigen. Ja, das ist das Gute. Jetzt haben wir nämlich genau... Genau, greift immer den an, der jetzt am schwächsten ist. Ja, Pisser. Natürlich! Immer auf den Jengis, genau. Jetzt sind sie weg, aber dafür geben diese Gruppen ganz gute Erfahrungspunkte und Goldmünzen. Das heißt, ich kann mir für 8 Gold kann ich mir wieder ein Dings kaufen und kann den Rest, Moment, Gepäck? Ja, kann ich mir kaufen und es benutzen. Obwohl, ich glaube ich auch besser eins aus dem Heldenrepertoire benutzen soll. Okay, wir gehen jetzt stramm. Ne, ich gehe jetzt nochmal stramm zurück übernachten, weil dann, kann ich noch Heilzauber benutzen, wenn ich wieder zurück in der Stadt bin. Wisst ihr was? Das machen wir so. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich in der Stadt gewesen bin. Ansonsten, der Atomhund freut sich, dass ich hier dieses Projekt mache und wünsche mir ebenfalls gute Besserung. Dankeschön. Bis bald. So, da bin ich wieder. Wir werden uns jetzt noch nach Osten begeben. Hoffe ich. Das ist jetzt das, was ich... nicht mehr so richtig kennen. Und da holen wir uns dann noch einen weiteren Schatz, oder dass wir drauf gehen. Hoffe ich zumindest. Auch wenn es jetzt gerade stramm nach Süden zu den Wasserfällen geht. Wo ist Sumana-Baum? Da oben ist der versteinerte Stumpf. Oder auch nicht. Moment. Hier ist eine Straße, die geht gen Osten. Darum müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen, dass ich hier rumgucken muss. Jengis Man reicht die Stufe 4. Er ist weit zuvor herausgekommen, um jetzt ordentlich rumzubatzen. Und er erhält 3 Talentpunkte. Ab gewissen Stufen, ich glaube, ab jetzt können wir auf die Sachen, die er benutzen kann, also Waffen und so weiter, können wir Talentpunkte vergeben und erreichen bei bestimmten Grenzwerten dafür Fähigkeiten. Aber ich kann es auch lassen, weil er benutzt... Was benutzt er eigentlich gerade? Eine Keule. Ich glaube, Äxte und Sensen sind gut. Aber kann mich hier raus, um nichts zu... Ich möchte nicht. Ich möchte noch sparen. Scheiße. Nein! Oh, ich hasse mein Joypad-Dings. Okay, ich gehe mal auf Humanität, glaube ich. Das war das, was Wacker gesagt hat, dass ich zuerst benutzen soll. Hoffe ich zumindest. Ich dachte, man kann die auch aufsparen. Das habe ich doch schon mal gesehen, dass man die aufsparen kann. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, ich muss mir das noch mal, sollte mir das dann nochmal angucken. Das Blöde ist... Das bisschen Blöde für Neulinge wie mich ist natürlich... Ja, was bringt's, ne? Sieht man jetzt nicht unbedingt. Und der Bertmet reicht ihm jetzt das Wasser! Du könntest aber gerne mal mehr Lebenspunkte kriegen, Freund. Und mehr Ausdauer. Und mehr Entgiftung. Und mehr Talentpunkte. Und, oh Gott, wie war das noch? Schwerter, Speere und Courage. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Schwerter, weil Schwerter benutzen wir gerade. Ja. Das könnte uns von Fort oder zu Vorteilen gereichen. Wie der moderne Brite sagen würde. Der Maxel sagt, er liebt dieses Spiel und ich möchte mich jetzt nicht in seinem Lobe, quasi die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen, aber er sagt, er findet mich mega unterhaltsam. Mal sehen, wie lange noch. Seltsamerweise dachte ich, es wären ein paar Leute mehr gewesen, die was geschrieben hatten, aber entweder irre ich mich da oder das zeigt mir das jetzt gerade nicht an. Was ich ein bisschen doof finde. Oh, hier ist der Mana-Baum. Ha, vergesst die Wasserfälle. Vergesst sie. Wir brauchen kein Amulett. Wir brauchen nur hierher kommen. Oh, toll. Wir haben Metallmeisen. Die sind bestimmt in Beschleunigung. Ja. Ja, schnell. Sie sind wahrscheinlich eh schon schneller als ich. Aber sie sind lasch wie Sandfürze. Oder auch nicht.
Wir brauchen mehr Wumms. Vielleicht soll ich ihnen das nächste Mal aus dem Weg gehen. Also ich glaube, die können sich nicht so stark beschleunigen, dass sie irgendwann 13 Mal angreifen und wir tot sind, bevor wir den ersten Zug haben. Haha! Ja, schau dir die Radieschen von unten mit deinem Schnabel an. Ich liebe es. Die haben, sind, glaube ich, Alec-Man-Fans, wenn ich so ihre Gesichter ansehe, mit ihren markanten, hutförmigen Spitzen an den Koteletten. Yeah! Oh, eine Schatztruhe. Wir finden einen Chimären-Falügel. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich nur mal gucken. Hier müsste irgendwo ein Schatztrüschchen gewesen sein. Obwohl, das ist kein Baum, das ist eine Felswand, oder? So die Fräge, wo lang? Wo lang? Wohl an, denn meine Abenteurernase wird mich schon in die richtige Richtung führen. Oh, ich merke die Level-Ups so richtig. Ich merke sie so richtig. Ich hoffe, ich muss, oder muss ich hier noch weiter gen Süden? An der Wand entlang. Das werden wir feststellen, diese von euch. Ah, da ist sie. Da ist sie. Da ist die Truhe, die ich hier auf meinem Schirm hatte. Danke, Wacker. Danke. Oh, es ist der Käferknilch. Dem gebe ich jetzt meine Männer... Milch. Oh Gott. Jo. Wir werden nicht einknicken. Batman, heile dich. Jengis, vernichten. Den schaffen wir. Ja, ich zeig dir meine Macht. Die Macht der Heilung. Toll. Ein Punkt Schaden. Okay, ein paar Runden überleben wir. Jengis überlebt auch ein paar Runden. Das ist doch schön an der Schule. Vielleicht kriegt der jemand einen Crit hin? Ja. Scheiß Käferknilch. Weg mit dir. Und noch ein Schatz. Oh, ein Schatztrüchchen. Ein Heilkräutchen. Okay. Besser als nichts. Ich habe leider noch kein... Oh, 82 Goldmünzen. Ja, wenn wir jetzt nicht sterben, dann behalte ich sie auch. Okay, das wäre es dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, wenn ich die Kämpfe rausschneide. Ansonsten würden die Folgen eben einfach länger werden mit den Kämpfen halt drin. Ja, müsst ihr wissen. Und dann sage ich mal... Ui! Bis zur nächsten Episode, sagt der Bernd mit seiner tollen Stimme. Bis dann, auf Wiedersehen, meine Freunde.